zusammen. Zunächst Meldungen zum Krankenstand. Leider ausfallen muss der Vortrag von Marina Brehm, die aus der Schweiz zu uns gekommen ist gestern, aber heute leider zum Arzt musste. Gute Besserung, Marina. Auch nicht zu uns kommen konnte Jelka Lerche von der Zeit, aber Heike Hinze von der Zeit übernimmt ihren Part und deswegen fällt nicht so viel aus, wie wir befürchtet haben. Heute Nachmittag geht es um die Infografik, also um jene journalistische Darstellungsform, die im Transformationsprozess, dem sich die Medien heute ausgesetzt sehen, eigentlich einen sagenhaften Aufstieg erlebt hat. Sicher ist, dass viele Redaktionen die Leistungsfähigkeit und die Attraktivität von Infografik erkannt haben. Attraktivität, weil Infografik das Repertoire der Darstellungsformen erweitert, die Leistungsfähigkeit, weil im besten Fall Infografik detaillierteres Wissen ermöglicht und präziseres Handeln möglich macht. Man denke nur zum Beispiel an Bedienungsanleitungen. Aber ist Infografik wirklich das Versprechen, schlecht zugängliche, abstrakte oder komplexe Sachverhalte leicht zugänglich zu machen? Unsere Referenten heute Nachmittag beleuchten das Thema aus ganz unterschiedlichen, auch historischen Perspektiven. Und Sie sind schon alle auf der Bühne. Ich darf Sie der Reihe nach vorstellen. Beginnen wird Jan Schwochow, selbstständiger Infografiker und Jahrtausendsassar der deutschen Infografik, Herausgeber des Freudscher Versprecher, des InGraphics-Magazins. Und er wird uns erzählen, was für ein Sauhund der Erfolg ist, wann er sich zeigt, wann nicht und wieso. Thilo von Debschitz, Designer und Autor zweier Bücher über Fritz Kahn, der Name ist heute schon ein paar Mal gefallen, wird uns auf eine Reise mitnehmen, zurück 90 Jahre in die Weimarer Republik und wird uns erklären, mit welchen Methoden Fritz Kahn ein für die damalige Zeit doch sehr heikles Thema, nämlich der Erklärung, wie ein Mensch funktioniert, angegangen hat. Aus Hamburg von der Zeit ist Heike Hinze bei uns, Artdirektorin, und sie spricht ungern von Infografik, sondern viel lieber von Erklärstücken und ihrer Funktion in der Zeit, wie sie funktionieren, welche Bedeutung sie im Kontext haben. Und sie stellt die These auf, dass Infografik schon sehr, sehr lang präsent ist und dass wir aber heute immer noch zu wenig Infografik haben. Stimme ich zu. Von der Berliner Agentur, ehemals Kircher Burkhardt, jetzt mit dem sprechenden Namen C3, ist Max Nertinger zu uns gekommen und sein Vortrag handelt um ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es geht um Kartografik, also Kartografie in der Infografik. Und er erzählt uns, was man bei der Darstellung von Raumzusammenhängen beachten muss, wo die Stolperfallen sind, anhand von Beispielen aus seiner eigenen Unternehmen. Aber ich glaube, du hast auch andere Beispiele dabei. Von der Hochschule Augsburg kommen Lisa Borgenheimer und Sebastian Huber, die über ein Jahr hinweg dort ein Visualisierungstool entwickelt haben, Isomatic, das das Herstellen von Isotype-Grafiken ermöglicht. Online, aber nicht nur für Online-Anwendungen, sondern, und da fehlen zurzeit wirklich ganz, ganz viele Tools noch, auch für den Einsatz im Print. Wir haben uns vorgenommen, dass wir Fragen immer direkt während der Umbauphase
annehmen. Ich renne dann verzweifelt mit dem Mikrofon durch den Saal. Ich würde Sie bitten, dann auch mit Fragen sich zu melden. Und ich hoffe, wir verstehen am Ende etwas besser, wie Infografik funktioniert. Denn das lassen Sie mich bitte zum Schluss noch erwähnen, damit unsere Gesellschaft sich konstruktiv weiterentwickeln kann, braucht sie neben einer lebendigen Diskussionskultur auch verlässliche Fakten und Argumente. Und diese Fakten und Argumente liefert die Wissenschaft, liefern die Medien und das immer öfter in Form von Infografik. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. So, da sind wir schon. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wo stehen wir in Sachen Infografiken? Damit wollte ich heute den Nachmittag mit dem Thema Infografiken beginnen. Ich habe dazu ein paar Slides zusammengestellt, die einige vielleicht schon kennen aus dem letzten Jahr. Habe ich das mal in Frankfurt und in Hamburg gezeigt, aber ich finde das so wichtig, dass ich das hier gerne nochmal wiederholen würde, weil es auch ganz gut erstmal in das Thema führt, was sind eigentlich Infografiken? Und ich habe mich gefragt, what's new? Was ist jetzt wirklich neu an Infografiken? Es gibt einen großen Hype, das haben wir jetzt schon öfter gehört. Aber ist das auch so? Gibt es wirklich mehr Infografiken oder modernere oder wie auch immer? Und ich habe ein paar Charts zusammengestellt, die als modern gelten. Und wenn man dann dank der Hilfe von Michael zum Beispiel alte Archive jetzt lüftet, dann kommen solche Sachen raus, dass solche Darstellungen schon über 100 Jahre alt sind. Also das ist nicht wirklich neu. Das hat man früher nur eben nicht mit Computern gemacht, sondern per Hand gezeichnet. Und ich habe so ein paar davon zusammengestellt. Da klicke ich jetzt mal relativ schnell durch. Zum Beispiel Tree Maps, sogenannte, von David McCandless hier. Information is beautiful. Hat es aber auch schon gegeben, 70 Jahre davor. Oder wir hatten eben das Thema Karten, wo man jetzt moderne Projektion oder vermeintliche moderne Projektion hat. Das ist eine Grafik, die wir selber gemacht haben, meine Agentur, wo man die Grafik ausschneiden konnte. Das war für PwC, also wo man selber interaktiv die Grafik ausschneiden konnte und sich selber einen Globus bauen konnte. Oder dasselbe hat ähnlich der Nicolas Felten benutzt, der auch sehr bekannt ist für seine sehr modernen Infografiken. Aber so modern ist es gar nicht. Und wir haben auch heute schon mal einen Namen gehört, nämlich Herbert Bayer aus dem Bauhaus, der nämlich eigentlich auch ein ganz toller Infografiker war. Und der hat schon auch solche Karten gemacht vor über 50 Jahren. Ein anderes Thema, das ist auch so ein Modewort geworden, Big Data. Ich habe es mal hier in Zusammenhang gebracht mit Wahldaten oder eine interaktive Infografik von der New York Times. Ja, das hat es eigentlich auch schon gegeben, nämlich auch schon vor über 100 Jahren wurden große Datenmengen visualisiert. Der Unterschied ist eben, dass wir das damals oder dass die Menschen das damals nicht mitbekommen haben, weil es eben an anderen Erdteilen stattfand und man nicht so gut vernetzt war wie heute. Das sehen wir auch gleich noch. Ich habe noch zwei andere, ein Sunburst Diagram, ein sogenanntes, ist auch sehr in Mode gekommen, gab es aber auch schon. Und dann sagt man, aber es gibt eine Sache, nämlich 3D-Drucker, die gab es damals nicht, oder sogenannten Datenskulpturen, wie hier die von Moritz Stefaner ausgezeichnete tolle Installation. Aber auch da muss ich leider enttäuschen, das hat es nämlich auch schon gegeben, schon vor einiger Zeit. Das ist eine ganz tolle, interessante Grafik. Da geht es um die Firma Edison, wo ein Wert oder wo das ganze Jahr der Stromverbrauch oder die Netzbelastung dargestellt ist und jeder kleine Holzstift, der da drin steckt, ein dreidimensionaler kleiner Holzstift, ist der Wert für einen halben Tag. Also fragen wir uns, was ist denn wirklich neu? Was hat sich denn wirklich in den letzten Jahrzehnten verändert? Dann habe ich auch mal ein schönes Beispiel in meiner Fotokiste rausgesucht. Gut, mein Bauch hat sich verändert, eindeutig. Nee, aber ich habe damals gerne, ich glaube, da war ich so ungefähr 8 Jahre alt, ich habe schon früher immer gerne Karten gelesen. Das Ganze tue ich jetzt natürlich auch sehr gerne auf einem iPhone oder wie auch immer, auf einem mobilen Endgerät, wie es so schön heißt. Also da hat sich definitiv was verändert.
Und ich glaube, da können wir noch später ein bisschen drauf eingehen. Was sich auch verändert hat, sind, dass wir plötzlich große Datenmengen zur Verfügung haben. Wir können also jederzeit überall uns die Daten holen, damit arbeiten, die sind zugänglich. Und früher war es eben, musste man in Bibliotheken reisen, per Postkutsche oder wie auch immer. Das Wissen war nur wenigen Menschen zugänglich. Und heute, das ist wirklich eine starke Veränderung, haben wir unglaublichen Zugang auf Datenmengen. So, und was hat sich noch verändert? Die Technologie, neue Softwaremöglichkeiten, so wie hier die D3-Bibliothek für JavaScript, arbeiten auch einige meiner Mitarbeiter mit, ermöglicht ganz tolle neue Datenvisualisierung. Man kann tolle Sachen damit machen. Und auch die Hardware ist entsprechend jetzt schon so, dass man da auch sehr schnell zu Ergebnissen kommt. Was habe ich noch gefunden? Sehr beliebt geworden ist jetzt auch Pinterest, schießt aus dem Boden. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, unglaubliche Inspiration zu finden. Also ich kann mich dort selber auch stundenlang treiben lassen, kann mich inspirieren lassen. Und was, glaube ich, dadurch deutlich wird, ist, dass wir jetzt alle dieses Wissen austauschen. Das heißt, wir sehen jetzt plötzlich, was jemand in Südamerika macht oder in Japan. Das hat es wahrscheinlich vor 30 oder 40 Jahren auch schon gegeben, nur wir haben es nicht gesehen. Ne? Und jetzt wird es sichtbar. Das ist eigentlich das Schöne, dieser Austausch. Aber trotzdem ist immer noch die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich entdecke sehr oft auch bei meinen jungen Mitarbeitern, dass sie sich dann da inspirieren lassen, in Anführungsstrichen, sich eine Grafik raussuchen, die ihnen besonders gefällt. Und dann versuchen, die Daten, die sie dann haben, in diese Grafik rein zu projizieren oder reinzustecken. Und das ist natürlich genau der falsche Vorgang. Denn eigentlich ist es so, dass wir erst die Daten haben und dann überlegen wir uns, wie wir das visualisieren oder welche grafische Form wir dafür nehmen. Also das kann auch gefährlich werden. Was auch eine gefährliche Sache ist, ich habe das auch schon letztes Jahr in einem anderen Vortrag beschrieben, ist, wir haben es dann Saturation genannt, also es gibt so einen gewissen Sättigungsgrad, den wir im Thema Infografiken haben, weil ja jeder alles zu jeder Zeit reinstellen kann und eben auch viele Menschen, die das vielleicht nicht gelernt haben oder es gewisse Programme gibt, die einem das dann machen, gibt es auch einen riesigen Grafikmüllberg, würde ich mal sagen. Und da müssen wir eben gucken, gibt es da eine Qualitätskontrolle? Ich glaube, das wird immer schwieriger. Und wir merken es eben auch, wenn wir recherchieren, und ich habe ein Beispiel mal bei Google eingegeben, bei der Bildersuche bei Google, wie funktioniert Google, how Google works. Und das führt natürlich zu enormen Problemen. Das heißt, ich stehe jetzt hier vor einer Wand von möglichen Antworten und ich weiß gar nicht, was stimmt denn jetzt davon oder was soll ich denn jetzt anklicken? Also Recherche wird immer schwieriger. Und wo wir schon bei Google sind, die Startseite von Google ist natürlich immer noch super minimalistisch. Es gibt kaum was Besseres als so eine Eingabemaske. Aber ich habe mich gefragt, wie würde denn Google aussehen, wenn es unser Wohnzimmer wäre? Sieht es vielleicht so aus? Ich glaube nicht. Auch nicht so. Ich habe eher das Gefühl, das sieht so aus. Das ist Google. Alles liegt unsortiert rum, ne? Ein Berg an Informationen und Zeug. Also das ist das Gefühl, was ich sehr oft habe, dass man vielleicht jetzt die erste Seite als Ergebnisseite, das ist das, was oben auf dem Haufen liegt. Aber wenn ich da so richtig reingehen will und suchen will, ist das doch schon ganz schön mühselig. Also da müsste man mal aufräumen im Internet, aber naja. Wir gehen mal 25 Jahre zurück, in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab. Hier sieht man wieder mich. Und zwar bin ich dort im zarten Alter von 22 Jahren beim Stern, wo ich quasi mein Handwerk gelernt habe. Also ich sehe mich selber auch nicht unbedingt als Grafiker. Ich habe, bevor ich Grafikdesign studiert habe, am Stern im Prinzip Lunte gerochen am Journalismus, war dort später auch als Redakteur angestellt. Und dort habe ich gelernt, eben Geschichten zu erzählen. Und ich war zum Glück auch in einer Zeit dort, heute ist das leider ein bisschen anders, aber damals spielte Geld noch nicht so eine große Rolle. Wir haben ziemlich viel Zeugs gemacht, sehr viel experimentiert. Ich habe geklebt, Computer waren ja noch nicht da. Ich habe Schriften gesetzt mit so einem alten Letter-Set, habe ich Headlines gesetzt auf Fotopapier und alle solche Sachen. Also dort konnte ich mich viel entfalten, auch während meines Studiums dann.
Und das ist dann eigentlich für mich der Grundstock gewesen, und da will ich jetzt so ein bisschen hin, was hat sich eigentlich bei mir verändert oder was ist gleich geblieben? Weil da habe ich eigentlich diesen Kick bekommen, ich kann ja selber Geschichten erzählen und ich kann auch selber Geschichten anbieten. Und ich habe das dann danach bei der Zeitschrift Max, wo ich 2 Jahre war, auch gemacht. Da haben wir zum Beispiel einfach mal so eine Infografik über den Bobbycar gemacht, als wenn es ein neues Auto wäre. Oder ich habe mich sehr interessiert für geschichtliche Sachen, für Breaking News. Also das war damals in der Mitte die Grafik, das Geiseldrama in Nordost, da werden sich einige vielleicht noch dran erinnern. Dort habe ich sehr intensiv recherchiert. Und ich habe beim Stern zum Irakkrieg, der damals begann, mehrere Doppelseiten gestaltet, weil es noch keine Fotos gab. Und dann haben wir halt Karten gemacht. Aber immer habe ich mich selber mit eingebracht, selber mit für die Themen gekämpft, im Prinzip auch für die Themen gebrannt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Kircher Burkhardt hatten wir eben schon mal gehört, heute C3. Dort hatte ich ja auch eine Station. Und auch dort habe ich immer wieder versucht, auch wenn man mich ab und zu mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen musste und sagte, deine Unit müsste mal wieder Geld verdienen. Wir haben aber trotzdem uns das nicht nehmen lassen und haben Grafiken gemacht, wo wir einfach Lust zu hatten, weil wir die Daten hatten oder weil wir dachten, das wäre eine gute Idee. Und da ist auch diese Arbeit entstanden, wo wir auf einem A0-Poster mal gesagt haben, wie ist eigentlich der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, was kommt rein und was geht wieder raus. Und man glaubt ja gar nicht, wie schwierig das ist, sowas zu recherchieren. Und das hat eben Wochen gedauert. Wir hatten eine Praktikantin, die das dann gemacht hat. Die hat wochenlang die ganzen Excel-Tabellen gefüllt. Und der Stefan Fichtel hat diese wunderbare Illustration damals in die Mitte gezaubert mit der fetten Henne, die sich ernährt und dann wieder gerupft wird, um da das Thema aufzufangen. Also auch da habe ich genauso mich versucht, wieder einzubringen. Und dann habe ich schließlich meine eigene Firma gegründet, Golden Section Graphics. Und dort konnte ich natürlich, da ich ja nur mein eigener Chef war, noch mehr sinnloses Zeug tun und was vielleicht auch gar nicht Geld bringt, aber tierisch viel Spaß macht. Und immer wenn wir Zeit haben, so war es, haben wir dann Infografiken hergestellt, so zum Beispiel mit der Kugel dort oben, der Airbus-Absturz im Nordatlantik oder im Atlantik zwischen Brasilien und Frankreich. Und diese Grafiken oder Winnenden oben rechts, dieser Amoklauf an der Schule. Das Schöne ist dann, dass wir diese Grafiken vorab produziert haben und dann angeboten haben. Und wir sind sie meistens eigentlich immer losgeworden. Also ich habe dann einfach in die Zukunft vertraut. Oder wir hatten Praktikanten, das ist diese Kimono-Grafik, die jetzt nämlich damals auch in der Zeit erschienen ist, auf der Grafikseite. Das heißt, ich habe Praktikanten bei uns animiert, macht doch ein Thema, was euch gefällt, was euch beschäftigt. Und wir hatten eine Praktikantin, die das Thema Kimono als ihr Hobby hatte und haben gesagt, macht doch mal eine Grafik und wir bieten die an. Und sie wurde gedruckt. Und das Gleiche habe ich dann tatsächlich auch versucht, bei Kunden durchzusetzen. Das ist oben rechts die Grafik zur Allianz Arena, die kennt natürlich jeder hier in München. Damals haben wir PR-Grafiken gemacht und sollten eben ganz viele, ich glaube 6 oder 7 solche Grafiken zur Allianz Arena machen. Da ging es nur um das Branding der Allianz. Und ich hatte dann diese eine Idee, die ich versucht habe, dem Kunden zu erklären, ich möchte mal alle Menschen, die in dem Stadion sind, rausholen und davor stellen. Und dann hat der Kunde gesagt, nee, das geht nicht, keine Chance. Dann habe ich dann gesagt, okay, wenn du es schaffst, die Daten zu kriegen, dann mache ich die Grafik umsonst. Und dann war der Anreiz da und dann habe ich natürlich später trotzdem noch Geld dafür bekommen, aber wir hatten zumindest dann irgendwann die Daten, es war dann möglich. Also es lohnt sich tatsächlich auch für Ideen zu kämpfen, das kann man da so ein bisschen mitnehmen. Oder wir haben hier unten rechts, das ist auch eine interessante Grafik, da zeige ich nachher noch, was da noch mehr draus geworden ist. Zur WM haben wir dann so interaktive Grafiken einfach ins Netz gestellt. Und da war die These Geld gleich Erfolg, also die Mannschaft, die am meisten wert ist, gewinnt die auch die WM, war da eine These, die wir dann einfach untersucht haben. Und so ist es eben, dass man, wenn man sich intensiv mit Themen beschäftigt, so wie zum Beispiel die Euro-Krise, da wird man zwangsweise dann zum Experten, also so war es in dem Fall mein Werk. Das heißt, ich habe mich wochenlang mit der Euro-Krise auseinandergesetzt, habe Daten gesammelt, und habe dann fürs InGraphics-Magazin diese 2 Doppelseiten gemacht, die dann zusammengeklebt sind quasi jetzt da oben. Und komischerweise, und so ist es ziemlich oft bei mir gegangen, war es dann so, dass wir einen Auftrag bekamen für Axel Springer, für den Wirtschaftsgipfel der Welt, wo Frau Merkel und ein paar andere Regierungsmitglieder mit 30 DAX-Unternehmern diskutieren, sollten wir solche Animationen machen, um die Veranstaltung anzuteasen. Und genau da konnte ich dann die Daten wunderbar verwenden und habe das dann animiert.
Ein Jahr später haben wir das Gleiche nochmal gemacht. Also ich bin quasi immer, habe meine Daten immer weiter abgedatet, habe mich neulich auch dabei erwischt, dass ich das schon wieder gemacht habe an den griechischen Tranchen, dass ich die dann in meine Excel-Tabelle mit eintrage. Und da haben wir dann ein Jahr später nochmal wieder Infografiken für den Weltwirtschaftsgipfel, so heißt das dann da, gemacht. Und ich konnte die Daten dann, da es ja wieder ein Update war, wieder in Graphics zurückschicken. Also so ist das wieder zurückgegangen. Naja. So, und so ist es so, dass am Ende doch alles Sinn macht. Also viele Ideen, die wir bei uns entwickelt haben oder Grafiken, die wir gemacht haben, die wandern dann in das InGraphics-Magazin. Unten rechts sieht man das Volume 8, das jetzt gerade bei der Druckerei ist. Wir haben sogar Spielkarten uns ausgedacht und einfach gedruckt, einfach weil wir Lust dazu hatten. Und wir haben eine Buchreihe entwickelt, oder ich habe die Idee gehabt, mal so eine Buchreihe zu machen mit 101 Fakten. Und da kommt jetzt als nächstes, sind wir gerade dabei, Bier, Fußball und Auto. Wir dachten, das passt am besten. Das geht immer und das sind wir gerade dabei. Also man sieht aber auch, das Deutschland verstehen Buch war natürlich auch, würde ich jetzt nicht sagen, ist dann Bestseller geworden, aber würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es wirtschaftlich erfolgreich war für uns. Aber es hat natürlich einen enormen, es hat enorm für den Imagegewinn der Infografik allgemein beigetragen und es ist für uns immer ein Fuß, den wir drin haben, egal bei welcher Firma wir sind. Das Buch kennt man eigentlich schon. Da wir hier in München sind, habe ich jetzt noch ein letztes Beispiel rausgesucht, was auch sehr stellvertretend ist für, sage ich mal, Leidenschaft oder Dinge, die ich mache, die ich nur aus dem Ehrgeiz vielleicht angehe und nicht aus dem Hintergrund da jetzt viel Geld mit zu verdienen. So war es auch hier bei dem Projekt, nämlich ich wurde eben gefragt für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hier in München, eine Saisonbroschüre nicht zu gestalten, die hat Mirko Bursche gemacht, das Büro Mirko Bursche, aber das ganze Ding mit Infografiken zu füllen, und zwar nur mit Infografiken. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und lange überlegt, auch mal bei einem Glas Wein, was könnte man denn alles so machen, was kann man für Daten aus einem Symphonieorchester rausholen. Und da ist dann auch diese Cover-Idee entstanden, das sieht man unten links, wo ich die Idee hatte, man müsste mal so ein Orchester verkabeln und mal die Herzdaten messen und mal gucken, was da passiert. Und dann haben wir das richtige Stück gefunden und auch den richtigen Dirigenten, weil der Originaldirigent, der war, glaube ich, auch dafür nicht geeignet. Aber es hat dann tatsächlich stattgefunden, und das Schöne war, dass wir in der Broschüre selber all diese Dinge unterbringen konnten, die wir dann zusammengesammelt haben. Das heißt, wir haben eine Umfrage gemacht unter den 100 Musikern, haben gefragt, was ist euer Lieblingsstück, was macht ihr, wo kommen eure Instrumente her, was hört ihr privat für eine Musik, das sieht man dort oben dann in dieser Word Cloud Jazz. Wir haben die Abonnenten beleuchtet, das heißt, haben die Adresslisten der Abonnenten dann visualisiert in einer Datenvisualisierung, das sieht man oben rechts. Unten links ist die Arbeitswoche des Orchesters als Partitur. Das heißt, die Zeiten sind in Noten umgerechnet. Und unten rechts geht es um die Kinder der Musiker. Und das habe ich dann mit Lego gebaut. Habe ich meinem eigenen Sohn dann Lego-Steine weggenommen und mal ein bisschen Lego gespielt. Also man sieht, das macht wahnsinnig viel Spaß, sowas zu machen. Und am Ende hat auch der Kunde selber gesagt, hätte ich gewusst, was da auf uns zukommt, dann hätte ich das nicht gemacht. Das sagt ja eigentlich auch schon viel darüber aus. So, es gibt aber viele andere, und da sind wir jetzt bei dem Internet. Es gibt viele Chancen auch durch das Internet, dadurch, dass wir uns austauschen können. Und es gibt diese wunderbare Dame, Eleanor Lutz, die hat auch so eine Art Blog. Die ist eigentlich Biologin, und die hat es geschafft, jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, wenigen Monaten oder vielleicht ein Jahr oder so auf sich aufmerksam zu machen mit wunderbaren, tollen Infografiken. Und wir haben sie eben auch eingeladen, zu der aktuellen Lichtausgabe von dem InGraphics-Magazin eine ihrer Grafiken dafür umzubauen. Das sieht man links, und auf der rechten Seite sind so ein paar andere ihrer Grafiken. Also ich empfehle mal, auf diese Seite zu gehen und sich diese Grafiken anzugucken, weil die sind auch animiert. Das kann ich hier jetzt gar nicht so zeigen. Das lohnt sich. Und der Vorteil eben jetzt für Sie ist zum Beispiel, durch dieses Ding selber Sachen anzubieten, selber zu machen, so wie wir das auch gemacht haben, macht man auf sich aufmerksam. Und ich glaube, sie kann sich die Jobs jetzt aussuchen, ne? Also das ist der richtige Weg, glaube ich. Das bietet enorme Chancen. Da wir gerade Oscar-Verleihung haben, hatte ich die noch hinterhergehängt. Oder für die Damen im Publikum, die Oscar-Dresses der Gewinnerin.
Ist auch eine interaktive Grafik, empfehle ich auch mal anzuklicken. Macht tierisch viel Spaß. Und dahinter steckt komischerweise auch eine Agentur, die das wahrscheinlich einfach aus Lust und Laune gemacht haben. Und da fühle ich mich dann auch ein bisschen bestätigt. Und die können natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge daraus machen. Abschließen möchte ich mit drei Beispielen aus dem letzten In Graphics Magazin Volume 8. Das ist eine Grafik, die Michael besonders interessieren müsste. Die hat mein Mitarbeiter Henning Tretkamp gemacht. Da geht es um die Hochbogen der Gestaltung in Deutschland. Das heißt, wir haben, oder nicht wir, sondern nur der Henning hat wochenlang alle Seiten aufgesucht von allen Hochschulen und hat geguckt, was bieten die an für Studiengänge, in welche Richtung, und hat da, ich zoome da mal jetzt ein bisschen ran, jetzt sieht man mal die Details, ganz liebevoll die Burgen gestaltet, und je nachdem, was auf der Burg zu sehen ist, repräsentiert das dann einen Fachbereich zum Beispiel. Also ist sehr liebevoll gemacht, und das ist auch, glaube ich, auch, was ich versuche, meinen Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Macht einfach schöne Dinge, und wenn man einmal sowas angefangen hat, dann kann man da wirklich auch nicht aufhören. Ich habe auch einen Datenvisualist in meiner Firma, Jonas Pano, der hat vorhin diese Grafik, die ich gezeigt hatte mit der Fußball-WM, diese Daten weiterlaufen lassen. Das heißt, es ist auch eine ganz interessante Geschichte, dass er trackt oder grabbt Internetseiten, in diesem Fall die Seite transfermarkt.de. Dort kann man alle Fußballspieler der Welt jeden Tag reingucken, was sind sie jetzt wert. Und er hat das quasi in eine Excel-Tabelle überführt. Er hat jeden Tag um 12 Uhr hat er im Programm geschrieben, das die Daten rausschreibt. Und so haben wir jetzt, das läuft immer noch weiter, seit der WM gemessen, wie sich die Daten der Spieler verändern. Also wer ist mehr wert und wer ist weniger wert. Und das sieht man dann in der Grafik. Und zu guter Letzt eine Grafik von meiner Frau, die auch bei mir in der Firma arbeitet, Katharina. Die hatte eine Idee, nämlich weil wir dieses Bierbuch gemacht haben, hat gesagt, ich möchte gerne eine Grafik zu Biermischgetränken machen. Und da ist dann irgendwann die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, komm, wir leisten uns den Spaß und mischen die mal selber an. Sind also in den Supermarkt gefahren und haben all die Zutaten gekauft. Ich glaube, es hat fast 200 Euro gekostet. Es ist auch immer noch was im Kühlschrank davon. Wodka und alle möglichen Dinge. Ist natürlich ein riesiger Aufwand, sowas zu machen, aber wir haben es dann wunderbar fotografiert und als Hintergrund genutzt, und wer weiß, was wir damit noch machen können. Also es gibt, glaube ich, für uns überhaupt keine Grenzen. Wir können auch basteln, wir können alles Mögliche machen, das hat die Zeit gezeigt. Und ja, was ich mitgeben wollte, ist einfach genau diese Leidenschaft, have fun, making infographics. Macht schöne, sinnvolle, nachhaltige Grafiken, vielleicht auch keine sinnvollen Magazine, Apps oder was auch immer. Immer wenn man Zeit dafür hat, sollte man das machen. Es gibt immer im Arbeitsalltag die Möglichkeit, sich Räume zu schaffen. Und wie man sieht, es öffnet eben auch Türen, ne, und Möglichkeiten, wenn man sich diese Zeit nimmt. So war es jedenfalls bei mir die ganze Zeit. Und am Ende hat sich's doch gelohnt, würde ich sagen. Und Lohn heißt nicht immer Geld. Ja, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Heike Hinze, ich bin von der Zeit, und ich bin noch ganz überwältigt von diesem schönen Vortrag von eben, von allen Vorträgen, und gerade jetzt habe ich wieder gedacht, Bilder können wirklich eine Sache sehr gut, nämlich aufklären. Sie können uns Betrachter aufklären, und das ist auch ein Stück weit mein Thema und das Thema der Zeit, weil wir versuchen auch mit Bildern aufzuklären. Welterklärung braucht Bilder, und ab dem 16. Jahrhundert wurde das Visualisieren von gewonnener Erkenntnis zu einer echten Kulturtechnik. Dafür möchte ich, wenn es funktioniert, ein paar alte Beispiele zeigen, mit Sound hoffentlich.
Credit Line kann ich nachher bei den Fragen auch nochmal genau vorlesen. Das war ein bisschen schnell vorbei. Auch die Zeit versucht, die Welt zu erklären. Und das macht sie, so sagen unsere Leser, auch einigermaßen gut. Und auch wir nutzen natürlich dafür Bilder. Und da das Thema heute Infografik ist, möchte ich besonders über den Schwerpunkt Infografik in der Zeit reden und frage mich, wie auch vorhin schon Jan sich gefragt hat, ob wir genug Infografiken und die richtigen Infografiken benutzen. Und das kann man so oder so beantworten, mit Ja, aber auch mit Nein. Für das Ja will ich gleich Beispiele zeigen aus der Zeit, Beispiele, wo man sieht, wo wir Infografiken einsetzen. Und Nein will ich ganz kurz erläutern. Die Zeit ist eine Zeitung. Wir haben viel schon gehört jetzt gestern und heute über Magazine, und Zeitungen unterscheiden sich natürlich von Magazinen. Magazine sind per se viel bildlastiger. Bilder werden ganz anders genutzt, dürfen auch einfach genießerisch genutzt werden. Bei einer Zeitung, wo es darum geht, die Welt zu erklären, sind Bilder immer auch funktional. Sie müssen eine Funktion erfüllen. Wir haben das gestern wunderbar erklärt bekommen von Oliver Sperl in seinem tollen Vortrag über seine Illustration. Der sagte, sogenannte Textbildprofiler laufen durchs Haus und prüfen, ob die Bilder wirklich deckungsgleich mit den Texten sind. Ja, das stimmt. So ist es bei einer Zeitung. Ganz oft wird wirklich sehr scharf geguckt. Passt Text und Bild zusammen? Sind die Informationen, die vermittelt werden sollen, im Text, im Bild auch gedeckt? Das klingt natürlich einerseits ein bisschen spießig, ein bisschen trocken. Andererseits ist es für eine Zeitung auch wichtig, denn Welt erklären ist eine seriöse Angelegenheit und Informationen müssen stimmen. Aber auch die Redakteure sind oftmals ein bisschen geizig mit Bildflächen, anders im Magazin, wo man sagt, ja klar, ein Magazin lebt davon, große Bildflächen herzugeben, der Leser soll schauen, der Leser soll genießen. Ist es so, dass der Redakteur in einer Zeitung sagt, der Leser soll lesen, verdammt nochmal, er soll viel lesen, er soll ausführlichst informiert werden, dafür sind wir da. So ist es also im Alltag tatsächlich oftmals so, und nicht nur in unserer Redaktion, sondern allgemein bei vielen Zeitungen, so dass dann wirklich Geschichten erst kommen und danach Bilder überlegt werden. Das kann klar logischerweise dann dazu führen, was uns Gestalter wahnsinnig traurig macht, dass die Bildflächen schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen. Dann gibt es noch den gefürchteten Leser. Und der hat natürlich auch nochmal eine ganz eigene Meinung zu dem, was wir hier machen. Hier haben wir zwei Leserbriefe. Der eine sagt, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Chefredakteure und Herausgeber, als langjähriger, neugieriger Zeitleser bin ich entsetzt und frustriert über obige Ausgabe, insbesondere über die Seiten 2 bis 15. Diesen politisch so wichtigen Teil haben Sie durch monumentale, sinnlose Bilder verhunzt, sodass diese Aufmachung und Präsentation schon provokative Züge annehmen. Das bei einer Zeitung, wir reden nicht von Magazinen, eine große Strecke von Nacktbildern, nein, das ist harmlos, harmlos, ich zeige nachher die Seiten. Für mich waren die politischen Artikel, Recherchen, Stellungnahmen, Kommentare auf diesen Seiten immer lesenswert, selbst wenn sie oft nicht mit meiner Meinung, meinem Kenntnisstand übereinstimmen, aber man konnte sich immer damit auseinandersetzen und an ihnen Inhalt und Schreiberlinge reiben. Und was liefern sie jetzt? Bilder, Bilder, Bilder und nichtssagende Zeilen. Danke, da hätte ich mir auch gleich die Bildzeitung kaufen können, die stellenweise ein höheres Niveau aufweist. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Tut mir leid, lieber Leser, dass ich das jetzt hier so vorgelesen habe, aber man kann es irgendwie gar nicht anders vorlesen. Das geht so weiter, wir kriegen laufend solche Briefe. Also das ist wirklich Teil der Zeitungskultur, das muss man ernst nehmen. Es verändert sich natürlich ganz viel, die Zeitungen verändern sich auch. Trotzdem
ist ja auch viel Wertvolles an dieser alten Auffassung dran. Und Inhalte müssen richtig wiedergegeben werden. Der Gesamteindruck muss passen und stimmen. Wir wollen die Welt erklären, das ist unser Auftrag. Den zweiten Brief, den schenken wir uns. Ich fand nur eine Stelle wirklich schön und also schön traurig. Die SZ ist ja auch zur Bild-Zeitung geworden, zieht die Zeit hier nach. Also ich weiß nicht, ich glaube, die SZ wird wirklich nicht so schnell zur Bild-Zeitung. Ja, gut. So, jetzt kommen wir zu dem Jahr. Erklären wir genug visuell, haben wir genug infografische Aufmachungen in der Zeit und dafür wollte ich Beispiele zeigen. Visual Storytelling nenne ich jetzt einfach mal die Art von Seiten, wo wir gar nicht jetzt richtig dezidiert infografisch arbeiten, sondern einfach versuchen, Sachverhalte nicht nur oder so wenig wie möglich über Texte zu erklären, sondern andere Darstellungsformen suchen. Dieses hier ist schon ein bisschen älter, dieses Beispiel. Das ist im Dezember 2013 entstanden. Das ist ein 8-seitiges Wirtschaftsbuch, monothematisch über die Wirtschaftskrisen. Und Frau Merkel darf hier eine Zeitreise machen im Comic-Stil und trifft auf 8 große Ökonomen und die erklären ihr dann aus ihrer Sicht jeweils, was zu tun ist. Also ein echtes Lehrstück für den Leser in Comic-Form. Wir haben uns entschieden, das einmal so zu lösen, weil wir dachten, vielleicht ums Verrecken schaffen wir es endlich mal, diese Wirtschaftskrise klar zu transportieren, weil wir selber, also nicht nur wir Gestalter, sondern auch viele Redakteure das Gefühl haben, dieses Thema ist wahnsinnig schwer zu vermitteln und vielleicht hilft die Form des Comics, mehr Informationen zu transportieren als ein weiterer 300-Zeilen-Text. So eine Art von Projekt kann man leider wirklich nicht oft machen und man hat, wie gesagt, danach auch solche Leserbriefe wie eben vorgelesen. Aber solche Projekte wollen wir natürlich gerne oft machen, viel, viel öfters, als wir es tun. Dies ist eine ganz normale Illustration. Das ist noch nicht mal ein richtiges Visual Storytelling, aber ich dachte, ich schummel ein paar Seiten mit rein, wo ihr einfach seht, wie die Zeit aussieht. Ja, hier versuchen wir, die Umweltpolitik einmal darzustellen in Wunsch und Wirklichkeit, also was geht wirklich. Und das haben wir hier so additiv versucht zu erzählen. Es ist keine echte Infografik, es ist eher eine illustrative Darstellung, um das Problem ein bisschen besser zu verdeutlichen. Und auch, um zu vermeiden, das 5000. Windrad als Foto zu zeigen, weil das ist der klassische Reflex bei einer Zeitung, Umweltthemen, alternative Energieform, Windradfoto. Dies ist auch keine echte Tortengrafik, sondern es ist nur ein visuelles Spiel mit der Form einer Tortengrafik. Auch das ist mehr eine Illustration als wirklich schon Visual Storytelling, aber ich fand es einfach schön. Dasselbe gilt hierfür. Jesus mit der Windel musste ich zeigen. Ist ein bisschen Infografik und mit drauf. Weiter. Ah, hier ist Infografik dabei und da ist es. Entschuldigung. Hier ist Infografik dabei und da hat dieser Graph, so war unsere Intention, ich hoffe, es funktioniert, soll gleichzeitig auch die Überschrift einfangen, diesem Mann sein Porträt über einen Ökonomen. Dieser Wirtschaftsökonom, der hat keine guten Erfahrungen gemacht. Und dieser Graph soll das emotional auch gleich verstärken. Es soll so aussehen, als ob dem da die Farbe, der Frust übers Gesicht läuft. Der Graph ist aber ein echter Graph. Es ist jetzt kein Spaßgraph. Also eine echte Infografik auf ein Bild gesetzt. Entschuldigung, springt ein bisschen. Hier ist eine ganz klassische Fotoreportage, wo man aber ganz gut sehen kann, dass natürlich Visual Storytelling auch ganz klassisch funktioniert. Also das, was auch Magazine machen, das, was Zeitungen immer schon gemacht haben, das haben wir auch heute Morgen gesehen in den Beispielen aus den 20er Jahren. Eine ganz klassische Methode, Geschichten neben dem Text
über Bilder zu erzählen, ist die Fotoreportage in diesem Falle, finde ich die besonders beeindruckend, weil es diesem Fotografen gelungen ist, palästinensische Terroristen in ihrem Alltag zu begleiten über 2 Jahre. Und das Erschreckende ist, dass auf jedem Motiv eine Waffe versteckt ist. Also nicht absichtlich, aber es ist halt immer eine Waffe dabei. Die sind immer mit der Waffe unterwegs. Das sind 2 Seiten aus dem eben vom Leser kritisierten Politikteil. 15 Seiten nur Bilder, Bilder, Bilder. Da haben wir zum Jahresende gesagt, wir wollen gerne unter verschiedenen Begrifflichkeiten Fotos zeigen aus unterschiedlichen Weltregionen, die in dem Jahr nicht so stark im Fokus standen, aber wo auch extrem viel Veränderung passiert. Positive Veränderung, sowohl als auch negative Veränderung. Einfach eine sehr gute Illustration für das Thema. Eine Nicht-Infografik. Aber jetzt kommen wir gleich zu den infografischen Seiten. Infografiken gibt es viel oder nicht viel zurzeit in deutschen Medien. Das Thema haben wir jetzt ein paar Mal schon gestriffen, hatten wir immer wieder. Ich bin mir nicht richtig sicher. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es gab tatsächlich eine Zeit, wo Infografen wirklich richtig in Medien dann auch gewollt wurden und man hat versucht, viele Infografiken zu machen. Die FAS habe ich gut in Erinnerung, die ungefähr vor 10 Jahren ganz groß angefangen hat mit einer infografischen Doppelseite, die sehr, sehr aufwendig jede Woche gemacht wurde. Es war also damals wirklich beeindruckend und neu. Mittlerweile ist die Wissen-Doppelseite in der FAS nicht mehr so opulent und auffällig und auch nicht so grafisch. Es sind meistens Bildergeschichten, die da erzählt werden. Ich habe versucht herauszubekommen, woran es liegt. Ich habe leider noch keine Informationen bekommen von denen. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht weiß es jemand von euch. Dann würde ich mich freuen, wenn ich das nachher erfahren würde. Mein Verdacht ist, dass es wirklich einfach zu teuer ist, zu aufwendig und dass das nicht mehr in der Form deshalb genutzt wird. Ein weiterer Punkt, der indirekt schon vorkam, ist der, dass es sehr schwer ist, in einem Zeitungsalltag Dinge vorzuplanen. Und um zum Beispiel Infografiken wirklich regelmäßig zu machen, ist es ganz gut, man hat einen festen Platz dafür. Also man kann sich das immer vornehmen, Infografiken und Visual Storytelling, das machen wir, aber auf die Schnelle ist das sehr schwer umsetzbar. Also ist es gut, wenn man entweder feste Plätze hat oder Projekte für langfristig. Gerade 5 Minuten gesehen. Deswegen haben auch wir uns irgendwann entschieden zu sagen, wir setzen einfach eine Seite fest und da machen wir jede Woche eine Infografik drauf. Die steht bei uns im Wissen und unsere Infografiken zeichnen sich dadurch aus, so ähnlich wie es bei Fritz Kahn ist, dass wir unterschiedliche Stile benutzen. Also wir haben kein festes Konzept und sagen, unsere Infografiken müssen immer wie beim Stern die gleiche Stilsprache haben, sondern sie können ganz unterschiedlich sein. Das ermöglicht uns, mit ganz vielen verschiedenen Infografikern zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich auch ein Riesenspaß, eine Riesenfreude. Wir haben 4 Infografiker in-house, die machen einen recht hohen Anteil der Grafiken selber. Unter anderem auch Jelka, die heute leider nicht dabei sein kann. Und der Rest wird von externen Infografikern gemacht. Wir haben da relativ festen Stamm an Leuten, freuen uns aber auch immer wieder über neuen Nachwuchs. So, jetzt gehe ich ja einmal schnell durchs Programm Infografikseiten. Wie gesagt, das ist die 297. Das ist die aktuelle gewesen eben. Also wir machen das seit 297 Ausgaben. Man kann, glaube ich, hier ganz gut erkennen, dass wir so ziemlich alle Stile haben, die es gibt. Und dass wir auch alle Themen abbilden von Alltagsthemen, hier jetzt zum Beispiel über der Schulweg von der 1. Klasse bis zum Abitur, politische Themen, Drogen, immer wieder bei der Zeit Drogen, weiter, jetzt hakt er, ist ja bockig. Ziel auf das Gerät. Gute Idee. Ja,
Danke. Grillen. Martin Burgdorf, ein Illustrator und Grafiker bei uns in-house, der sehr schöne Illustrationen macht. Das Tofufleisch. So, kommen wir jetzt zu infografisch gestalteten Seiten. Also, wie eben schon gesagt, wir haben einen festen Platz für Infografiken. Das ist auch sehr gut. Damit können wir schon mal einmal in der Woche fest ein großes Thema infografisch bespielen. Aber wir versuchen natürlich auch Visual Storytelling und Infografiken bei vielen anderen Themen unterzubringen. Unten rechts sieht man immer die Seite oder Doppelseite, wo es drauf ist, und größer dann die infografische Illustration. Das ist das äußerst komplexe Thema TTIP. Nachdem man das gelesen hat, checkt man es. Argentinien in Form eines Steaks und die dazugehörigen Wirtschaftsdaten. Ja, das Wählen in Deutschland. Woher kommen die Dschihadisten, die nicht direkt aus Syrien sind? Aus welchen Ländern? Der Nahe Osten, wie ist er aufgebaut? Europawahl. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu werden. Ebola. Es geht gar nicht schneller, weil er einfach jedes Mal rechnet bei jedem dieser Grafiken. Und da kann ich drücken, so viel ich will. Die Geldströme für Raketenbau im Iran, Flüchtlingsströme, Technik. Kaffee. Auch, oh ja, Mensch. Ja, ich konzentriere mich ja so, weil ich versuche ihn zu beschleunigen. Er wird nicht schneller. Pizza. Und auch bei diesen Beispielen sieht man, dass wir stilistisch nicht festgelegt sind. Also wir erlauben alle Gestaltungsstile, die wir halt passend finden zu dem Thema. Das ist ein neues kleines Projekt von Bernd Ulrich, unser stellvertretender Chefredakteur. Der hat Katja Berlin gebeten, das ist eine Illustratorin und Bloggerin, für uns Quatsch-Infografiken zu machen. Und die erscheinen ab der letzten Woche jede Woche in der Politik. So, das machen wir jetzt ganz schnell. Gute Zusammenarbeit ist wichtig. Das bezieht sich darauf, dass Redakteure und Grafiker und Gestalter gut zusammenarbeiten müssen. Ist eigentlich klar, selbstverständlich. Aber es ist halt ganz wichtig, dass schon bei der Entstehung der Themen die zusammenkommen. Und wir haben hier ein Projekt, wo das wirklich sehr, sehr vorbildlich ist. Urs Willmann, ein Wissenredakteur, hat vier Studenten von der HAW in Hamburg mitgenommen zu einer Recherche in die Schweiz. Da gibt es ein Forschungslabor, die forschen über künstliche Kuhmägen. Und die vier Illustratoren hatten dann den Auftrag, das infografisch umzusetzen, was in diesem Forschungslabor passiert. Eins dieser schönen Grafiken haben wir ausgewählt und es wird bald gedruckt. Das Zeitmagazin hat auch schon seit einer sehr langen Zeit eine feste Infografikseite, die Deutschlandkarte, auch hier schnell zweimal zwei Beispiele. Und auch Zeit Online arbeitet natürlich infografisch. Und hier gibt es auch interaktive Grafiken, die jetzt hier gerade nicht funktionieren. Doch jetzt. Es braucht alles seine Zeit. So, also man kann hier sehen, dass man verschiedene Dinge anwählen kann. Und auch das ist eine interaktive Grafik, die überspringe ich und überspringe ich. So, und jetzt möchte ich noch ganz schnell, wenn ich das denn darf, etwas über die neuen Medien sagen. Die Welt in Bildern erklären, die Welt erklären, das geht immer besser. Das hatten wir schon bei Jan Schwocho gehört. Das Internet ermöglicht es, immer mehr Recherchen auch über das
Internet zu machen. Es ermöglicht uns allen, teilzunehmen an einem Wahnsinnswissensschatz. Und der Chefredakteur des Economist hat das, ich wurde wahrscheinlich jetzt weggeschaltet, weil die Zeit abgelaufen ist, dass mir das passieren musste. Also der hat auf jeden Fall gesagt, smart is the new cool, und ich finde, das ist ein richtig gutes Zitat und ich kann da jetzt auch ganz improvisierend mit abschließen, denn ich finde, er hat recht, smart is the new cool, und wir müssen versuchen auf allen Ebenen, das heißt sowohl von dem Text her, aber auch gestalterisch versuchen, diesen Anspruch, den wir haben an uns, auch umzusetzen und die Klugheit, die wir jetzt erreichen können mit allen uns zur Verfügung stehenden Medien, auch wirklich zu nutzen und sie auch gut umzusetzen. Vielen Dank. Ja, wow, tolle Vorredner. Das wird schwer, da noch was draufzulegen, aber ich will es mal versuchen. Der Michael hat schon erwähnt, ich bin von C3 in Berlin. Ich werde euch heute ein bisschen was über diese Themen hier, ganz kurz, das ist die alte Präsentation. Die war nur zur Übersetzung gedacht. Haben wir die neue auf dem Rechner? Ja. Na gut, ich mache einfach mal weiter. Vielleicht können wir dann in die neue einsteigen. Ja. Das ist klassische Kartografie, wie ihr sie wahrscheinlich alle kennt. Also ein sehr neutral gestalteter Stadtplan mit Straßen, Gebäuden, Grünflächen. Was Infografik jetzt macht, ist, diese Kartografie als Grundlage zu benutzen, um einen Aspekt rauszuselektieren. Also zum Beispiel den Weg, den heute wahrscheinlich alle von Ihnen genommen haben, zumindest alle, die im Hotel Bavaria sind, hoffe ich, hier zur Kongresshalle. Infografik kann dann noch ein paar weitere Elemente dazustellen, zum Beispiel die Entfernung und die Dauer, die man zu Fuß normalerweise braucht. Für alle, die gestern ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben, sah der Weg vielleicht ein bisschen anders aus und hat auch ein bisschen länger gedauert. Ein anderer Aspekt, den Kartografie in Verbindung mit Infografik lösen kann, ist, wir sind hier wieder in der alten Kongresshalle, darzustellen, dass sich in einem Umkreis von 180 Metern genau 17 Mülleimer befinden. Völlig unnütze Information, mindestens genauso unnütz wie, dass sich auf der griechischen Insel Gaftos bei 50 Einwohnern genau 17 Kirchen befinden. Wie wird jetzt daraus eine Infografik? Ein Aspekt könnte sein, eine Story zu erzählen, also dem Ganzen einen gemeinsamen Rahmen zu geben. Jan ist jetzt leider nicht mehr da, das ist eine Grafik von ihm, von Golden Section Graphics. Und er hat hier alle Inseln dargestellt, weltweit, die durch eine offizielle Landesgrenze geteilt sind, die größer als 100 Quadratkilometer sind und bewohnt sind. Und die zeigt er eben nicht in ihrem geografischen Umfeld, so wie es jetzt klassische Kartografie in einem Atlas machen würde, sondern er zeigt sie eben zusammengestellt auf einem Poster und gibt ihnen dadurch Halt und einen gemeinsamen Rahmen. Zweiter Aspekt könnte sein, eine dritte Dimension einzuführen in die Grafik. Das macht zum Beispiel diese Grafik von der New York Times. Klassische Kartografie, wenn ihr mal an euren Geografieunterricht in der Schule denkt, man hat meistens alles aus der Vogelperspektive, also genau zentral von oben dargestellt, oder man hat Seitenansichten. So Ansichten im 3D-Raum kommen da eher selten vor. Hier wurde die Flughöhe vom Flug MH370, erinnert euch, letzten Sommer dargestellt und gibt der Infografik nochmal einen weiteren Aspekt. Dritter wichtiger Punkt könnte sein die Verwendung von Zeit.
Diese Grafik beschreibt in ein paar Nebengrafiken und einer Hauptgrafik den zeitlichen Ablauf von einem Erdrutsch. Einmal die Ursachen und einmal sozusagen das Ergebnis, also die Auswirkungen, die passiert sind. Ja, das wäre jetzt eigentlich ein Teil, den ich heute Nacht um 3:30 rausgeschmissen habe. Deswegen überspringe ich den einfach mal ganz schnell. Ja, kann er nicht alles haben. Zweiter wichtiger Punkt, Infografik in Verbindung mit Editorial Design. Das erkläre ich an einem aktuellen Beispiel. Das ist eine Grafik für den Gaswinner. Das ist ein Kundenmagazin für die Wingas GmbH. Hauptinformation war hier darzustellen, den Weg von den russischen Gasfeldern bis nach Deutschland. Das heißt, wenn ihr zu Hause den Gasherd aufdreht, was passiert eigentlich alles vorher, damit da auch was rauskommt. Jetzt ganz kurz aufgerissen zu den technischen Seiten von so einer Grafik. Es gibt unterschiedliche Quellen, es gibt unterschiedliche Softwares. Ich persönlich arbeite mit QuantumGIS, das ist eine Open-Source-Software, das heißt, sie ist kostenlos, aber es gibt eine riesige Community dahinter, die dieses Projekt unterstützt. Und Quellen für Satellitendaten, mit denen diese Grafiken meistens, diese Karten meistens erstellt sind, seht ihr rechts ein paar. Die Basis für die Karte war eben ein Höhenmodell. Dieses Höhenmodell kam dann Satellitenfotos von der NASA. Ihr seht jetzt schon ein paar Meeresbereiche, die hier auch weiß eingefärbt sind. Das liegt daran, dass diese Grafik eben nicht allein steht, sondern Teil einer Titelstrecke ist, also einer insgesamt 12-seitigen Grafik. Jetzt ist der Wechsel, habe ich gehört. Ja, da ist er. Genau, Satellitenbild. Dritte Ebene, Landesgrenzen, der Polarkreis. Nächste Ebene, dann das, was eigentlich in der Grafik wirklich wichtig ist, nämlich die Gasfelder und das komplette europäische Gaspipeline-Netz. Zusätzlich wurden auf die Seite gestellt einmal die Pipeline, also der Hauptverlauf von einem speziellen Gasfeld, das im Rahmen dieser Titelstrecke besucht und fotografiert wurde. Der Verlauf bis nach Deutschland über die Nord Stream Pipeline unter der Ostsee durch und 6 infografisch aufbereitete Stationen, die man entlang dieses Weges trifft. Dann noch der Text, der einzelne Stationen erklärt, Städte, Ländernamen und eine Legende zu der Karte bietet. Wie schon erwähnt, das ist die komplette Strecke, also insgesamt 6 Doppelseiten, Infografik, Foto, Text. Und was wir mit dieser Infografik jetzt machen wollten, die sollte nicht einfach nur der Opener für die komplette Strecke sein, also man sollte die nicht nur anschauen, sich das durchlesen und dann weiter in den redaktionellen Teil steigen, sondern es sollte auch sowas wie ein Inhaltsverzeichnis bieten. Nämlich einmal innerhalb der Infografik, sprich von Station A zu der Infografik, die eben die Station A abbildet, aber auch dann in die Titelstrecke rein, sodass man im Verlauf der Strecke immer wieder auf die Infografik zurückkommen konnte und sich anschauen konnte, wo befindet man sich eigentlich gerade. Das wäre dann die zweite Station und so weiter. Ein bisschen was zu den Risiken in der Kartografie. Das erste, natürlich gibt es Risiken. Das erste, was euch wahrscheinlich allen einfällt, ist, dass man irgendwelche Länder vergisst. Ja, Frankreich ist nicht da. Die Karte hat auch noch ein paar andere Probleme, aber das war dem jungen Mann hier wahrscheinlich egal. Er ist trotzdem im Guinness-Buch der Rekorde. Das ist ein Beispiel, was mir fast täglich über den Weg läuft. Der Südsudan ist seit 2011 offiziell als Land anerkannt. Trotzdem findet man auch in offiziellen Medien, wie hier bei der ARD, immer noch Karten, wo der Südsudan einfach fehlt. Für alle, die es nicht wissen, da gehört er eigentlich hin. Mein Lieblingsbeispiel. Eigentlich kein Kommentar mehr nötig, außer vielleicht nicht gefunden bei irgendeiner drittklassigen Website,
nicht gefunden in irgendeinem Regionalsender, sondern ja, Kollegen von CNN. Auch ein schönes Beispiel, Fox News. Solche Fehler können natürlich gerade unter dem enormen Zeitdruck, in dem wir arbeiten, passieren, sollten nicht passieren, passieren mir auch, passieren allen. Das Problem bei Kartografie ist, dass es so gut wie allen auffällt. Wenn in einer Infografik eine Zahl nicht stimmt oder eine Säule mal nicht die richtige Höhe hat, fällt es vielleicht nicht sofort wirklich jedem Leser auf, aber in der Kartografie sind die Sachen einfach so unmittelbar nachvollziehbar, dass sie wirklich eben auffallen. Was das natürlich nicht rechtfertigt. Aktuelles Beispiel von der DDFE. Im Logo Schleswig-Holstein. Ja, nicht so wichtig. Kommt jemand aus Schleswig-Holstein? Eben. Okay. Das alles sind Fehler, die sind peinlich für den Grafiker, die sind peinlich für denjenigen, der dahinter steht und den Kopf herhalten muss. Aber es gibt auch noch ein paar Probleme, die richtig Ärger machen. Das hier ist die offizielle Landesgrenze im Jahr 2010 von Google Maps zwischen Nicaragua und Costa Rica. Ihr seht, diese Isla Calero gehört laut Google Maps zu Nicaragua. Zweiter Kartendienst behauptet was anderes. Da gehört die Insel nämlich zu Costa Rica. Es hat sich ein nicaraguanischer Offizier mal an den Rechner gesetzt, ist auf Google Maps gegangen und hat sich gedacht, hey, die Insel gehört ja uns, da schicken wir doch mal ein paar Soldaten hin. Costa Rica fand das scheiße. Und es wäre fast zu einem militärischen Eklat gekommen. Das Ganze konnte dann nochmal verhindert werden durch eine offizielle Erklärung von Google. Die haben am Tag danach sofort die Landesgrenze korrigiert. Und das ist jetzt der momentane Stand, wie es Google Maps zeigt. Auch interessant, übrigens mal 4 verschiedene Kartendienste, die Landesgrenzen übereinander gelegt. Es gibt hier teilweise enorme Abweichungen. Die sind einerseits, entstehen die durch unterschiedlichen Detailgrad, aber andererseits, gerade oben bei der Landzunge, sieht man einfach, die Quellen, auf die man sich bezieht, auf die man sich verlässt, muss man sehr gut kontrollieren, weil es doch teilweise enorme Abweichungen gibt. Das hier ist eine Karte, die mal alle Gebiete darstellt, die offizielle Landesgrenzen beinhalten, die momentan umstritten sind. Also immer, wenn man eine Karte gestaltet, die sich in einem von diesen Gebieten befindet, muss man höllisch aufpassen, wo man seine Daten herbekommt. Da nur der Hinweis an alle, die sich in der Gestaltung mit Karten beschäftigen, schaut, dass ihr wirklich richtige und vor allem aktuelle Daten habt. Jetzt ein paar Beispiele. Michael hat schon erwähnt vorhin, das sind nicht nur Beispiele von uns, das sind auch Beispiele von anderen. Hier zum Beispiel auch wieder von Golden Section Graphics. Das wäre jetzt eine relativ, nicht einfache, aber traditionell gestaltete, zweidimensionale Illustrator-Grafik. Interessant hier, bei der Recherche ist Jan darauf gestoßen, dass unglaublich viele offizielle Institutionen den Verlauf der Berliner Mauer eigentlich vollkommen falsch darstellen. Also auch Museen, die sich mit dem Thema beschäftigen zum Beispiel. Er hat unglaublich viel Recherche betrieben und diese Grafik gestaltet, in der der Verlauf der Berliner Mauer, laut Jan, korrekt ist. Hier eine Grafik, auch immer noch im 2D-Raum, aber mit einem Höhenrelief versehen. Dadurch kommt einfach die Landschaft, in der man sich befindet, es geht hier um den Grand Canyon, unglaublich gut zur Geltung. Das hier wäre jetzt der dreidimensionale Raum, immer noch Reliefkarte, obwohl es schon fast eigentlich in Richtung 3D-Modell geht. Auch wieder wurde mit sehr hoch aufgelösten Höhendaten und hoch aufgelösten Satellitenfotos gearbeitet. Das ist der Mount Everest mit der Aufstiegsroute und den unterschiedlichen Camps.
Wie gesagt, dazu wollte ich eigentlich ein bisschen mehr erzählen, aus Zeitgründen heute leider nicht drin. Big Data, wann immer man riesige Datenmengen hat, ist natürlich der geografische Raum ein wunderbares Mittel, die darzustellen, da man sofort den Bezug schafft und auch sofort eine Grundlage hat, diese Daten darzustellen. Das ist jetzt tatsächlich mal eine Grafik von mir. Das ist eine datenhinterlegte Grafik. Hier geht es also nicht um die tatsächlichen geografischen Begebenheiten. Ich habe nur darauf geachtet, dass die Länder trotzdem möglichst gut erkennbar sind. Aber die Größe der Länder entsteht hier einzig aus den dahinterliegenden Daten. Es geht hier um die Produktion von Energie, also der Energiemix für jedes Land einzeln dargestellt. Dann gibt es natürlich sehr stark illustrative Karten, die schon fast eher dekorativen Charakter haben. Es gibt sogenannte Heatmaps, hier ein Beispiel für Venedig, die Gebiete, die von Fluten bedroht sind. Wäre eine Heatmap im dreidimensionalen Raum. Es sind die Bevölkerungsdichte von verschiedenen Städten in den USA. Ja, und was ist jetzt eigentlich mit diesen Mülleimern vom Anfang? Auch aus so etwas Simplen wie Mülleimern kann man zugegeben eine recht plakative Karte mit Mülleimern gestalten. Das wäre jetzt eigentlich mein letzter Chart gewesen nach der Illustrator-Session gestern. Habe ich mir aber heute Nacht überlegt, dass ich da auch noch gerne was zu sagen würde, nämlich zum Thema Ehrlichkeit und Freiheit in der Gestaltung. Und ich aus meinem Standpunkt kann nur sagen, ich kenne den Kampf, den Gestalter führen, jeden Tag aus der persönlichen Arbeit. Und ich kann nur sagen, kämpft wirklich für eure kreative Freiheit. Das ist wichtig, das liegt an uns. Neue Stile zu entwickeln, neue Darstellungsformen zu entwickeln. Und auch der Hinweis für all diejenigen, die einen Designer beauftragen. Nur jemand, der wirklich für sein Design kämpft, kann dann wirklich auch was liefern, was einzigartig und besonders ist. Alles andere verbleibt leider meistens im Mainstream. Vielen Dank. Und mit mir ist Sebastian Huber. Wir stellen heute unser Projekt Isomatic vor, das während des Studiums an der Hochschule Augsburg über ein Jahr hinweg entstanden ist. Isomatic ist eine Web-Applikation, die die Generierung von Isotype-Grafiken automatisiert. Bevor wir jetzt aber mit der Demonstration unseres Tools beginnen, möchte ich noch mal kurz die Merkmale von Isotype-Grafiken darstellen. Hier ein Beispiel von Otto Neurath, auch ein Zeitgenosse von Fritz Kahn, um 1945. Die Isotype-Grafiken sind eine spezielle Form der Infografik. Sie sind sehr organisiert, also haben ein sehr organisiertes Layout und sind zudem auch sehr aufwendig. Also es sieht immer alles so recht einfach aus, ist aber ziemlich komplex in ihrer ganzen Erzählweise und was sie überhaupt sagen. Und was natürlich auch toll ist, ist die Verwendung von Ikonografie, also von Icons, die dann nochmal eine bestimmte Kategorie in einem bestimmten Icon dann visualisieren. Man unterscheidet in drei Layout-Typen. Einmal gibt es das normale Layout, also lineares Layout, eine Aneinanderreihung von Personen zum Beispiel hier. Es gibt Vergleiche, in denen mehrere Kategorien dann nebeneinander gesetzt werden. Oder es gibt einen direkten Vergleich, sozusagen diesen Versus-Modus, wo dann zwei Kategorien dann nochmal direkt verglichen werden. Warum wir jetzt Isomatic entwickelt haben, habe ich jetzt oder alle, die mit Isotype-Grafiken schon mal gearbeitet haben, bestimmt auch schon gemerkt, das ist recht aufwendig. Denn der Ablauf von Isotype-Grafiken ist manuelle Arbeit. Das heißt, es gibt verschiedene Bestandteile, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel, welche Icons nehme ich, welchen Maßstab habe ich, was habe ich denn überhaupt für einen Datensatz? Und alles das benötigt natürlich viel Zeit. Und wenn dann die Grafik fertig ist und man merkt, oh Gott, ich hätte jetzt doch das Icon noch ein bisschen größer oder
vielleicht hier doch noch mal ein bisschen mehr, dass die Skalierung vielleicht anders ist, dann fängt man eigentlich wieder komplett von vorne an und macht dann die Grafik sozusagen wieder komplett neu. Und uns war wichtig, also das ist der Arbeitsablauf von Isomatic, dass es einen linearen Arbeitsablauf gibt. Das heißt, man hat einen Datensatz, den lädt man in Isomatic und Isomatic macht dann all das, was man normal manuell machen würde. Und wenn man aber dann doch einen anderen Datensatz haben will, lädt man ihn einfach rein und Isomatic übernimmt alle Einstellungen, die man vorher gemacht hat. Genau. Der erste Ansatz für uns war natürlich, bei einer Recherche zu schauen, welche Tools es jetzt schon auf dem Markt gibt. Das größte Tool, das wir gefunden haben, ist Raw. Das ist eine der bekanntesten Webseiten für das Generieren von webbasierten Infografiken. Es hat ungefähr denselben Workflow, den wir jetzt mit Isomatic auch haben. Man kopiert aus einem Spreadsheet, also aus einem Datenprogramm wie Microsoft Excel, seine Daten rein. Dann kann man seine Diagrammart auswählen. Es gibt noch ein paar Einstellungen, die das Aussehen ein bisschen verändern und kann dann zum Schluss die fertige Grafik dann exportieren als SVG oder PNG. Zum Technologie-Stack. Da wir alles webbasiert programmiert haben, haben wir uns ausschließlich mit JavaScript angefreundet. Es ist alles Open Source, also frei verfügbar, da wir auch Open Source Programme benutzen und das einfach weiterführen wollen. Es ist webbasiert, sprich die Applikation muss nicht installiert werden. Es ist einfach eine Internetseite, die aufgerufen wird und man kann es ohne Registrierung dann benutzen. Wir haben auch ein paar Tools jetzt verwendet, auf die ich jetzt nicht genau eingehe, die einfach uns helfen, den Entwicklungsworkflow ein bisschen zu optimieren. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, ob wir das ganze Design oder die Benutzeroberfläche responsive machen, sprich, dass die Benutzeroberfläche sich an die speziell unterschiedlichen Desktops skaliert, also Tablets, Smartphones oder sonst irgendwas. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir einfach sagen, die Anwendung läuft nur auf dem Desktop, weil wir davon ausgehen, dass die Kunden, die später das Programm benutzen, einfach die Grafik nicht auf dem Smartphone erstellen. Wir haben vorhin im ersten Vortrag von Jan schon gehört, dass seine Kollegen auch mit D3 arbeiten. D3 ist eine JavaScript-Bibliothek für interaktive Grafiken. Das ist bisher die größte Bibliothek, die verfügbar ist. Sie hat die größte Auswahl. Und der große Nachteil, den wir am Anfang gesehen haben, diese Bibliothek beinhaltet nicht das Layout für eine Isotype-Grafik. Sprich, wir mussten das uns selber zusammenbauen. Das ist jetzt eine wunderschöne Grafik. So mal der technische Aufbau. Das erste ist das ganz normale Layout, wo die Icons als SVG aneinandergereiht werden. Und wenn die Reihe fertig ist, einfach eine neue Reihe angefangen wird. Das zweite ist das mehrspaltige Design. Da kommen noch ein paar technische Finessen dazu, wie Abstände, die einfach dafür sorgen, dass da ein bisschen Struktur reinkommt. Wie bei jeder Benutzeroberfläche fängt man natürlich an mit einem Scribble, also einer kleinen Skizze, wo man dann schaut, okay, welche Funktionen habe ich und wo bringe ich die dann überhaupt in der Benutzeroberfläche unter. Und wo positioniere ich das? Das ist eben von der Benutzbarkeit auf jeden Fall immer leicht erreichbar ist. Speziell die Aufteile von der Arbeitsfläche wollten wir so lösen, dass alle Funktionen über spezielle Reiter am linken Rand ein- und ausgeklappt werden können und die Arbeitsfläche wirklich im Zentrum steht und so möglichst viel Platz einfach einnehmen kann. Das ist unser letztendlich finales Design. Es ist relativ reduziert. Wir haben
keine Farbe benutzt, außer den Blauton, wie man oben rechts sehen kann, der immer darauf hinweist, ob eine Hilfe verfügbar ist. Aber im Prinzip, es ist ein One-Pager, das ist auch negativ aufgefallen bei dem Programm RAW, was ich vorher vorgestellt habe. Da musste man im Workflow die Seite runterscrollen. Es hat sich alles bewegt, die Infografik war dann nicht mehr sichtbar, sondern nur die Einstellungen. Und wir wollten das wirklich auf einem Bildschirm haben, quasi ein One-Pager, auf dem man sich dann immer bewegen kann. Genau, wie vorhin schon gesagt, der Workflow in Isomatic ist eigentlich ganz einfach. Man hat einen Datensatz, der ist so aufgebaut, der muss auch so aufgebaut sein, denn die Spalte oben links ist in Isomatic so programmiert, dass das dann die Überschrift ist für die Isotype-Grafik. Und was auch gemacht werden muss, ist, dass man die Zahlen rundet. Also es gehen keine Komma und keine Punktwerte. Das Ganze jetzt mal in Isomatic. Wie funktioniert das? Man öffnet das Feld für den Datenimport. Dann hat man zum Beispiel ein Spreadsheet in Excel. Man kopiert diesen Datensatz und fügt ihn einfach ein. Danach geht man auf Import und man erhält auch noch einen Überblick, ob der Datensatz richtig importiert wurde. Isomatic benötigt ebenso diese drei Layout-Typen, wie vorhin schon genannt. Und diese kann man dann ganz einfach über den Layout-Button auswählen. Es gibt dann diesen normalen Modus, den Versus-Modus und den Compare-Modus. Was zudem auch wichtig ist, das ist so ein gestalterisches Mittel, kann man Trennstriche ein- und ausblenden, gehen die vertikal, gehen sie horizontal. Oder sind die Balken dann sogar gleich breit. Was uns natürlich vielleicht auch auszeichnet, ist unsere Icon Library, denn die Icon Library benötigt von uns selbst entwickelte Icons, wie auch Open Source, aber wir möchten natürlich zukünftig auch mehr eigene Icons entwickeln, damit Isomatic auch einen eigenen Icon-Stil somit hat. Und die Verwendung von Icons geht ganz einfach über Drag and Drop. Wichtig ist, ob man den Spalten oder den Zeilen ein Icon zuordnen will. Es gibt verschiedene Kategorien und die kann man dann auf die bestimmte Kategorie ziehen und wird auch direkt dann auch in der Infografik übernommen. Kommen wir noch kurz zu den Icons. Wie schon gesagt, wir haben eigene Icons erstellt. Dabei haben wir uns natürlich auch von Otto Neurath inspirieren lassen und haben ein Icon-Grid sozusagen entwickelt für alle Menschen. Diese haben dann bestimmte Merkmale und Spezifikationen, die sie natürlich dann auch wieder so einen eigenen Charakter bilden lassen und haben dann auch schon eine Reihe von Icons entwickelt. Das Ganze gibt es natürlich dann auch für Tiere. Hier war wichtig, dass es überall die gleichen Beine sind, dass es eine gleiche Laufrichtung hat. Und was zudem auch wichtig war, dass die Tiere, die ja auch irgendwie Persönlichkeit haben, dass man die nochmal in dem Icon widerspiegelt, wie zum Beispiel bei der Kuh, die auch so eine leicht gebückte Haltung hat. Sie wirkt recht gemütlich. Bei dem Löwe, der auch mit dieser Welle oben ja irgendwie so ein bisschen was Königliches hat, auch so eine Eitelkeit. Oder die Giraffe, die so ein bisschen stachslig daherkommt. Was zudem in Isomatic auch möglich ist, ist die Verwendung von Farben. Dazu haben wir verschiedene Farbenpaletten natürlich schon vorab reingestellt, die dann einfach nur ausgewählt werden können. Wie auch bei den Icons sieht man links die Kategorien, die kann man auch wieder den Spalten oder Zeilen zuordnen. Und wenn man dann draufklickt auf eine bestimmte Farbskala, kann man diese aber dann trotzdem nochmal mit dem Color Picker verändern, wenn man doch eine spezielle Farbe haben will. Was hier wichtig ist,
wir unterstützen kein 7YK, weil es im Web nicht möglich ist, aber dafür gibt es dann danach im Export von SVG natürlich die Möglichkeit, das dann im Illustrator wieder umzuwandeln. Es gibt viele Automatismen im Hintergrund von Isomatic, die viele Sachen schon automatisch einstellt, aber nicht alles kann man dadurch einstellen. Es sind teilweise auch ästhetische und auch visuelle Sachen, die man da nochmal nachjustieren kann, wie zum Beispiel die Abstände zwischen den Icons, weil jedes Icon hat ein anderes Verhältnis. Man kann die Spalten oder die Zeilen dann nochmal verändern oder sogar die Icongröße. Der Maßstab ist natürlich auch sehr wichtig in der Isotype-Grafik. Wie vorhin schon gesagt, wenn man den ändert, kann man eigentlich komplett das ganze Ding löschen und wieder von neu anfangen. Deswegen gibt es in Isomatic einen automatischen Maßstabsgenerator sozusagen, der, wenn man den Datensatz reinlädt, das schon mal so generiert, dass es auf das Canvas passt. Aber natürlich kann man den Maßstab auch verändern und was auch ganz wichtig ist, man kann die Sachen auf- oder abrunden.